die Route 66. Heute ist die alte Straße durch das Herz Amerikas berühmter und beliebter denn je. Festivals, Oldtimer-Rallys und viel Nostalgie locken nicht nur Autofans an. 60 Jahre lang war die Route 66 die Main Street Amerikas. Ein Symbol für die lange Liebesaffäre des Landes mit dem Automobil. Ein Highway der Hoffnung, der Sehnsucht und der Träume von Abenteuer und Freiheit bis heute. Das kleine Städtchen Seligman im Norden Arizonas gilt als die Keimzelle des Nostalgiekults um den legendären Highway. 1987 wurde hier der landesweit erste Route 66-Verein gegründet. Heute startet in Seligman jeden Mai der Fun Run, eines der beliebtesten Festivals an der Route 66. Ein Schaulaufen der schönsten, auf Hochglanz polierten Oldtimer, mit denen die Fans aus allen Ecken des Landes angereist kommen. Die Strecke des Fun Run ist so klassisch wie die Autos. Das längste bis heute erhaltene Stück der Route 66 auf der Originaltrasse. 200 Kilometer zweispuriger Highway durch den Norden Arizonas bis zur kalifornischen Grenze. Für Zuschauer und Anwohner entlang der einsamen Strecke ist der Corso ein seltener Genuss und sehr willkommen. Es gibt viel zu bewundern. Die Liebe zum Auto kennt hier kaum Grenzen. Und bei den Pausenstopps fahren oft skurrile Gefährte vor. Ein selbstgebauter Mini-Oldtimer etwa. Großartig, aber bestimmt nicht bequem. Im Reservat der Hualapai-Indianer ist Markt am Festivalwochenende. Und es gibt dick belegte Tacos für die Mitfahrer. Die Oldie-Band, die dazu spielt, passt perfekt zum nostalgischen Charme des Fun Run. Alt und jung, Autofahrer und Biker, sie alle vereint der Mythos der Route 66. Fast 500 Kilometer sind es von hier noch bis zum Ende der Route 66 in Los Angeles. Doch beginnen wir unsere Reise 3000 Kilometer weiter östlich im grünen Illinois. Hier nahm der Highway im Jahr 1926 von Chicago aus seinen Anfang. Farmen, kleine Städte, schmale Straßen und mancherorts ikonische Highway-Werbung aus den 1960er Jahren. Von 1926 an führte die Route 66 als erster Highway von Chicago in den Südwesten Amerikas. Von Illinois durch die Prärien und durch New Mexico und Arizona bis ins kalifornische Los Angeles am Pazifik. Insgesamt fast 4000 Kilometer. Durch Missouri, Kansas und Oklahoma liegt die Route 66 oft begraben unter vierspurigem Asphalt. Bei schlechtem Wetter lässt sich gut Strecke machen. Im Frühjahr, wenn öfter Kaltfronten mit Tornados über die Prärien ziehen, ist man hier mit einem wetterfesten Camper oder Mietauto besser unterwegs als per Motorrad. Immer flacher wird das Land, immer dürrer der Boden. Aus dem aber wächst in Texas echte Highway-Kunst. Etwas westlich von Amarillo steht die Cadillac Ranch, eine der berühmtesten Ikonen an der Route 66. Ein reicher Texaner ließ hier 1974 10 Heckflossen Cadillacs kopfüber in den Prärieboden stecken. Ein Stonehenge der Autokultur Amerikas. Im Westen von Texas, an der Grenze zu New Mexico, weitet sich der Himmel. Keine Farmen, nur noch steinige Steppe. Und bald säumen den Highway klassische Westernlandschaften aus Tafelbergen und erodierten Canyons, Kulissen für das ganz persönliche Roadmovie an der Route 66. In den kleinen Orten entlang des Weges beginnt der alte Highway seinen verwitterten Charme zu entfalten. Die Route 66 ist fast immer die Hauptstraße, ganz wie einst, und träumt von der besseren Vergangenheit. Im trockenen Klima des Südwestens bleiben die Relikte der frühen Route 66-Tage gut erhalten.
So wird die Fahrt auch zu einer Reise durch die Autogeschichte Amerikas. Automobile kamen früher meist aus Detroit und nicht alle schafften es zum Pazifik. Die Wüste hat sie bewahrt in alten Scheunen und Liebhabersammlungen. Hier drinnen habe ich etwa 40, draußen etwa 500 Fahrzeuge. Eine Menge Autos, die auch eine Menge Arbeit machen. Mit 9 Jahren bin ich in die Schule gefahren. Den Führerschein hatte ich mit 12. Das hier war mein erstes Auto, ein Model T Roadster von 1926. Ich kaufte es, als ich 9 war und fuhr es nach Hause. Irgendwann werde ich es noch restaurieren, wenn ich so lange lebe. Archie verlangt nicht einmal Eintritt für sein Museum. Er will einfach seinen Lebensabend mit seinen geliebten Autos verbringen. Am Highway, der hier in der Hochebene von New Mexico die südlichen Rocky Mountains überquert, lebten und leben viele vom Verkehr an der Route 66. Motels, Tankstellen, Restaurants oder auch Campingplätze. Ein ganz besonderer Rastplatz für die Nacht ist dieser RV-Park bei Albuquerque. Enchanted, buchstäblich verzaubert ist er. Der Platz lädt zu einer Nostalgienacht in die Zeit von James Dean. Man wohnt in restaurierten Campinganhängern aus den 1950er und 60er Jahren, der touristischen Blütezeit des Highway. Klar, die Besitzerin ist begeisterter Oldtimer und Route 66-Fan. Auch innen sind sie toll. Diesen hier habe ich mit vielen Nippes und Kram zum Anschauen eingerichtet. Besonders beliebt ist der alte Fernseher hier, den machen die meisten Gäste an. Es braucht schon 8 bis 9 Monate Arbeit, so einen Anhänger herzurichten. Der meiste Aufwand ist das Polieren außen, bis er wieder schön aussieht und glänzt und spiegelt. Retro ist in und originalgetreuer als hier geht's kaum. Jeder Camper ist in einer anderen Farbkomposition gehalten. Ich hätte wirklich gern noch mehr Camper. Aber die Restaurierung kostet viel Geld. Nippes für innen kann man immer finden. Großartig. Hier lässt sich perfekt in 50s-Nostalgie schwelgen, in der guten alten Zeit Amerikas. Vielleicht ist das eines der Geheimnisse des Mythos Route 66, der Traum der Menschen von einer einfacheren Zeit. Einer Zeit, in der man einfach losfahren konnte in eine bessere Zukunft. So mancher blieb schon hier hängen, in Albuquerque, der größten Stadt zwischen St. Louis und Los Angeles. Seit fast 80 Jahren ist die Route 66 die Hauptstraße, flankiert von vielen Neonschildern. Denn Neon gehört untrennbar zur Route 66. Natürlich darf da ein typischer Diner nicht fehlen. Damals wie heute lockt das warme Licht die Gäste an. Albuquerque gilt sogar als die Neon City Amerikas. Kreativere Schilder findet man nirgendwo sonst. Und auch heute noch biegen Künstler hier die bunten Glasröhren. Neon war gut für die Route 66. Wenn die Menschen im Auto durch die Wüste unterwegs waren, waren sie immer froh, wenn sie in eine Stadt kamen. Dort konnten sie bei einer Panne Hilfe finden oder eine Mahlzeit oder ein Zimmer. Es gab immer mehr Motels, die bald miteinander konkurrierten. Je interessanter dein Schild war, desto wahrscheinlicher hielten die Leute vor deinem Hotel an und fragten nach einem Zimmer. Die Menschen werden mehr vom Licht angezogen als von der Form.
Sie werden von diesem Edelgas angezogen, Neon oder Argon, und diesen wunderschönen, ganz ungewöhnlichen Farben. Die Menschen drehen einfach den Kopf danach um und meistens lächeln sie dann. Ich glaube, es ist eine ganz natürliche Reaktion, etwa so wie Insekten zu einer Lampe fliegen. Ich bin jetzt seit 1986 in Albuquerque. Seitdem habe ich diesen Laden. Und ich habe hier ein neues Leben aufgebaut. Ein bisschen wie der amerikanische Traum. Wenn du irgendwo nicht glücklich wirst, ziehst du weiter und versuchst es woanders. Das ist machbar. Knapp 2 Tage Arbeit stecken in solch einem Schild. Und die satten Leuchtfarben sind wirklich ungewöhnlich und schön. Die Altstadt von Albuquerque geht auf die spanische Kolonialzeit zurück und ist damit gut 200 Jahre älter als die Route 66. Die von den Pueblo-Indianern seit Urzeiten genutzte Adobe-Architektur aus braunen Lehmziegeln ist typisch für New Mexico. Und sie signalisierte wohl auch den frühen Reisenden auf der Route 66, dass sie nun eine andere fremde Welt betraten, den indianisch und spanisch geprägten Südwesten Amerikas. Das Kommen der Route 66 läutete aber auch eine neue Ära für die Stadt ein. Art Deco wurde der angesagte neue Baustil. Und mit den Besuchern öffneten in den 1930er Jahren die ersten Touristenläden. Souvenirläden mit indianischer Keramik, gewebten Teppichen und Kachina-Püppchen. Zurück zum Highway. Fast 300 Kilometer weit führt die Route 66 von Gallup aus an der Südgrenze des Navajo-Reservates entlang. Stunde um Stunde braune Eintönigkeit im Norden Arizonas. Die Straßenbauer nahmen immer die einfachste Trasse über die Hochebenen. Um die Highlights der grandiosen Landschaften des Südwestens zu sehen, muss man Abstecher von der Route unternehmen. Zum Monument Valley zum Beispiel. Hier trifft man sie. Die modernen Nomaden Amerikas, die Wohnmobilfahrer, die oft Monate unterwegs sind. Sie komponieren alle ihr eigenes Roadmovie, in dem heute zum Frühstückscafé erhabene Wildwestlandschaft aus filmberühmten Felsmonolithen im Drehbuch steht. Die Kulissen sind perfekt, hier verweilt man gerne. Entlang der eintönigen Route 66 dagegen braucht es andere Anreize, um die Durchreisenden zum Halten zu verlocken. So entstand im Indianerland Nordarizonas schon früh eine ganz eigene Schilderkultur rund um die in der Einöde verstreuten Souvenirläden, die versteinertes Holz und Fossilien anbieten. Auffallen um jeden Preis, heißt die Devise bis heute. Je skurriler, desto besser. Je verblüffender der Anblick war, desto größer waren die Chancen, dass die mitreisenden Kinder einen Halt forderten. Dinosaurier waren und sind deshalb sehr beliebt als auffällige Werbeträger, sogar für Indianerschmuck. Weite bis zum Horizont. Nur ein einsamer Highway. Genau diese Szenerie zieht die Fans der Route 66 an. Hier im Norden Arizonas sind es viele Biker, gerne auf schweren Harleys. Viel Sonne und viel Ellenbogenfreiheit locken sie an, zu nostalgischen Touren an kultige Film- und 50s-Schauplätze. Der Meteorkrater kurz vor Flagstaff ist solch ein klassisches Ziel. Er ist sogar eine der ältesten Touristenattraktionen an der Route 66. Buchstäblich, denn der fast 200 Meter tiefe Krater entstand vor 50.000 Jahren durch den Einschlag eines Eisenmeteoriten von der Größe eines mittleren Wohnblocks. Hi.
Es ist die Urgewalt dieser nackten Steinlandschaft, die viele Menschen tief beeindruckt. Wohl einer der Gründe, warum Route 66 Begeisterte sogar aus Deutschland hierher in den wilden Norden Arizonas ziehen. Bei Flagstaff lassen sich mit ein bisschen Suchen sogar noch einige der Originalschauplätze und Kulissen von Easy Rider entdecken. An diesem Motel mit Tankstelle war es, wo die Filmbiker vom Besitzer Rüde abgewiesen wurden und im Freien kampieren mussten. Die gefühlte Freiheit des Highway ist heute noch so verlockend wie damals. Und so mancher Biker erfüllt sich hier Jahrzehnte später seine Jugendfantasie. Easy Rider, das war auch der erste Film, der mich beeindruckt hat von Amerika. Da war das erste Mal keine Cowboys, sondern da waren Motorräder im Spiel. Und da habe ich erst mal den ganzen Wilden Westen verstanden, so ein bisschen. Und dann bin ich selber hier eben die Route 66 gefahren. Und das muss man einfach selber erleben. An der Route 66 heute zu sein, das ist halt, ich meine, diese Landschaft erschlägt dann ja fast. Da fehlen einem ja die Worte fast. Das ist wie Gottesdienst für mich. Es ist einfach wunderschön, hier zu sein. Und ich kann hier Energie tanken und ich fühle mich wieder richtig jung. Und ja, Harley fahren hält ja auch jung. Freedom and Rock'n'Roll und Knucklehead on top. Also das sind halt alles diese Sachen. Dann das sind alles Stichwörter, wo man denkt, das sind Klischees. Und dann kommst du her und es sind gar keine Klischees. Sondern es ist immer noch die Wahrheit. Das sieht hier noch so aus wie bei Easy Rider in den 70ern, weil hier ist nicht irgendwie ein Hochhaus nach dem anderen entstanden. Amerika ist sowieso für mich wie ein Film. Und wenn man hier lebt oder hier jetzt wie wir sind jetzt hier, wir kommen uns auch vor wie im Film. Es ist wie im Film. Die Autos, die Menschen, der Sheriff, die Tankstellen. Film. Guter Film natürlich, kein böser Film. Ich hoffe, er bleibt auch gut. Wohl wahr. Alle Möglichkeiten sind offen. Auf der Route 66 kann auch heute jeder sein eigenes Roadmovie leben. Mit einer Altstadt im Western-Look bietet Flagstaff selbst reichlich Route 66-Nostalgie. Die Stadt war dank ihrer Lage in der kühlen, bewaldeten Höhe von über 2000 Metern schon in den 1930er und 40er Jahren ein beliebter Stopp am Highway. Damals, zur Zeit der Weltwirtschaftskrise und nach langen Dürrejahren in den Prärien, zogen Tausende von verarmten Farmern aus Arkansas und Oklahoma auf der Route 66 nach Kalifornien. Oldtimer-Fan Jim Gore kennt diese Zeiten noch aus frühester Kindheit. Seine Eltern waren Wanderarbeiter aus Oklahoma. Jetzt lebt er im Ruhestand und an Parkinson erkrankt in Flagstaff. All seine Energie steckt er in seine geliebten alten Autos. Manchmal sind wir zweimal im Jahr zwischen Kalifornien und Oklahoma hin und her gefahren. Die Straße war unsere Heimat. Wir wohnten nicht im Hotel, sondern kampierten immer am Straßenrand der Route 66. Das ist ein Bild von mir mit 1,5 oder 2 Jahren. Damals reisten wir immer zusammen mit Verwandten. Denn wenn ein Auto kaputt ging, mussten wir es zurücklassen und fuhren bei den anderen mit. Mit 5 oder 6 Kindern und 4 Erwachsenen in einem Auto konnte es dann ganz schön eng werden in der Hitze bei der Fahrt durch die Wüste. Es ist natürlich Ehrensache, dass Jim auch beim Route 66 Fun Run von Seligman nach Kingman mitmacht. Dafür fährt er sein Showauto, einen schnittigen 1937er Nash, den er komplett runderneuert hat. Die schönste Etappe der alten Route 66 ist aber die Bergstrecke durch die Black Mountains von Kingman nach Oatman.
Hier gibt es keine Autobahn. Der alte Highway kurvt wie einst durch die wilden Wüstenberge. Die kahle, steinige Landschaft, der holprige, grobe Teer, alles ist genau wie früher. Hier können die Oldtimer-Fans in Nostalgie schwelgen. Das Highlight der Fahrt durch die Berge ist die fast Geisterstadt Oatman. Der wilde Westen lässt grüßen und Oatman wurde tatsächlich während eines kleinen Goldrauschs zu Anfang des 20. Jahrhunderts gegründet. Damals lebten 1500 Menschen hier, heute sind es noch etwa 100. Gold im Wert von 10 Millionen Dollar holte man allein im Jahr 1915 aus den zerklüfteten Bergen rings um den Ort. Heute sind es die Dollar der Touristen, die dem Westerndorf das Überleben sichern. Die Route 66 erscheint vor den fotogenen Kulissen der Main Street so authentisch wie kaum sonst wo. Allerdings ist es den Rest des Jahres auch viel einsamer hier. Das Festival ist das größte Ereignis des ganzen Jahres mit Besuchern aus dem fernen Chicago und L.A. I'm gonna stay right here till I get that goal. Right here. Ein Shootout darf natürlich nicht fehlen. Zumindest ein Bösewicht muss bei einem zünftigen amerikanischen Festival mausetot geschossen werden. Im legendären Salon des Oatman Hotels lassen die Besucher ihre Dollar sogar ganz freiwillig. Seit Jahrzehnten gilt hier der Brauch, einen Dollarschein mit seinem Namen zu unterzeichnen und ihn an die Wand der Kneipe zu pinnen. Als Glücksbringer und als Anzahlung für den nächsten Drink oder einen dicken Burger, wenn man wiederkommt zu einem Stopp bei Bier und Country-Musik. Für das letzte Stück der Route 66 in Arizona geht es von Oatman aus nun immer bergab bis zur Grenze nach Kalifornien. Hier können die Boliden der 50s noch einmal vor grandioser Wüstenkulisse die Könige des Highway sein. Am Rand der Berge säumen bald Choya-Kakteen die Hänge. Hier beginnt die Sonora-Wüste, tiefer gelegen und noch viel heißer als die Wüste im Norden Arizonas. Die Sonora Desert ist die artenreichste Wüste Amerikas und reicht weit hinüber nach Kalifornien. Nur noch wenige Meilen waren es von hier ins gelobte Land der Auswanderer und Traveler auf der Route 66. Kalifornien lag gleich jenseits des Colorado River. Für die frühen Reisenden stellte der Fluss das lang ersehnte Ziel für eine Ruhepause dar. Hier konnte man endlich wieder einmal baden, die Wäsche waschen. Das Wasser des Colorado kommt aus den Rocky Mountains und ist auch im Hochsommer erfrischend kühl. Moderne Resorts wie das Pirate Cove lassen heutige Route 66-Fahrer nacherleben, wie es ist, mit Wüstenblick am Fluss zu kampieren. Weiter gen Westen. Noch einmal folgt nach Needles ein letztes einsames Stück Route 66 durch die Wüste Kaliforniens. Vielleicht das einsamste Stück Natur auf dem fast 4000 Kilometer langen Weg von Chicago. Und mehr noch als in den Staaten im Osten trifft man in Kalifornien am Highway auf skurrile Geschichten und verrückte Typen. Typen wie Herrn Okura zum Beispiel, den Sohn japanischer Einwanderer, der eine Fastfood-Kette mit Grillhähnchen in Los Angeles betreibt und sich in die Geisterstadt Amboy verliebte. Meine Freunde erzählten mir, Amboy sei zu verkaufen, auf eBay. Ich sagte, was ist Amboy? Ich hatte keine Ahnung, dass dies die berühmteste Geisterstadt Kaliforniens war. Sie wollten damals 1,2 Millionen Dollar. Ich war noch nie zuvor in der Wüste gewesen, aber wir fuhren raus. Und ich wusste sofort, ich muss diese Stadt kaufen. Für 400.000 Dollar hat er Amboy schließlich erworben. Ein Japaner, der eine amerikanische Ikone rettete.
Noch eine andere Fortentwicklung ist in San Bernardino zu erleben. Lowriders. Die Latino-Gangs im Großraum von Los Angeles haben die Entwicklung der Autos als auffällige Showfahrzeuge auf die Spitze getrieben und ein ganzes Stück darüber hinaus. Die mit viel Aufwand umgebauten Autos können auf Knopfdruck die Radaufhängung individuell steuern und den Wagen springen lassen. Meist sind es frisierte Mittelklasse-Autos aus den 1960er und 70er Jahren, die mit Hydraulikpumpen und Elektromotoren zu Lowriders umgebaut werden. Maximal aufgemotzt könnte man die Kreationen nennen. Gegen Abend fahren die Lowrider dann Corso. Das Geschick der Fahrer bringt die Autos zum Springen und Tanzen. Eine verrückte Show. Die Showbühne ist in diesem Fall die Route 66, wo in San Bernardino noch das alte Wigwam Motel von 1947 steht. Eine der letzten Ikonen der alten Route im Häuserbrei von Los Angeles. 7 solcher Zeltmotels gab es und wohl die erste Kette von Themenhotels in Amerika. Und noch eine Pionierleistung. Der Pasadena Freeway, ein Teil der Route 66, wurde 1940 zur ersten Autobahn Kaliforniens ausgebaut. Fast unverändert führt er bis heute von Pasadena in die Innenstadt von Los Angeles. Downtown LA. Hier am Broadway endete die Route 66 ursprünglich im Jahr 1926. Und hier endeten sie alle, die sich aufgemacht hatten und auf der Route einer neuen Zukunft entgegengezogen waren. Die Arbeiter und die Arbeitslosen, die Kreativen und die Sehnsüchtigen. Vielleicht wurde Hollywood auch deshalb zur Traumfabrik für die Welt. Im Labyrinth der Boulevards von L.A. verliert sich die Route 66. Der vielbesungene Highway am Pazifik findet er sein Ende. Doch der Mythos lebt